Statement zu den Kickdeals der letzten Tage. Wie gesagt, ich krieg das ja auch alles nur so ein bisschen am Rande mit. Ich finde es auf jeden Fall krass, was passiert, aber mal abwarten, einfach abwarten, Leute. Die kaufen gerade ordentlich große amerikanische Streamer ein. Ich bin gespannt, wer von deutschen Streamern darüber geht auf die Plattform. Abwarten und Tee trinken, ja. Ja, es ist ja auch nicht nur Kick, es kommen jetzt noch voll viele Streaming-Plattformen so. Das ist ja irgendwie, der ganze Markt ist ja gerade so irgendwie voll am Beben so. Alles geht ja irgendwie gerade drunter und drüber. Da kommt eine Streaming-Plattform, der Streamer geht rüber, hier fliegen 100 Millionen, da fliegen 100 Millionen. Aber ich lasse mich davon noch nicht mehr, also ich lasse mich davon gar nicht irgendwie stressen oder so. Ich einfach abwarten, einfach chillen und gucken, was passiert. Konkurrenz belebt das Geschäft, 100%, das ist auch gut so, weil Twitch macht auch sehr, sehr viel Mist in den letzten Monaten. Das ist schon okay, dass jetzt ein bisschen Gegenwind kommt von anderen Plattformen. Also haben die selber ein bisschen Feuer unterm Arsch und müssen ein bisschen nachbessern, damit nicht alle abhauen. Schon okay so. Cristiano Ronaldo bereut es langsam, nicht Streamer geworden zu sein bei den Ablösesummen. Also es ist ja auch wirklich gestört. Das ist wirklich absurd. Es ist wirklich absurd, was da für Preise fliegen. Aber es ist halt auch eine amerikanische Streamer. USA ist eh nochmal komplett anderer Film.